Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Snapshot. Yay! Es ist der Snapshot 20b 22 raus. Und der kam diese Woche etwas spät. Und mit dieser Woche meine ich eigentlich letzte Woche, weil heute, wenn ihr das Video seht, ist es Montag. Aufnehmen tue ich das am Sonntag. Wie auch immer. Allzu viel Neues gibt es eigentlich nicht. Es gibt eigentlich gibt es, wie paradox, mehr Bugfixes, als es Changes gibt. Also generelle Features. Fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Und das betrifft die Doofbewohner. Also die, genau genommen eigentlich Hexen. Wenn ein Dorfbewohner vom Blitz getroffen wird, wird er jetzt eine Hexe und diese kann nicht mehr despawnen seit dem neuesten Snapshot, also dem aktuellen, den 22a-Snapshot. Dasselbe ist auch mit den Endermen so. Also beide können nicht mehr despawnen. Aber auch bei Endermen ist das nur der Fall, wenn sie einen Block in der Hand haben, dann können sie nicht despawnen. Genau. Ansonsten gibt es zu Laternen noch eine neue Änderung. Die kann man jetzt an verschiedene weitere Blöcke dran heften, wie Ketten, Zäunen und so weiter und so fort. Genau. Ansonsten gibt es noch was zu denen, die Data Packs benutzen. Die haben jetzt das so optimiert, dass Data Packs, die nicht richtig geladen werden können, die werden jetzt im Hauptmenü als Achtung markiert, so wie wenn ihr zum Beispiel eine alte Map in eine neue Version übertragt. So werden die behandelt und da gibt es dann die Möglichkeit, die im abgesicherten Modus zu starten, so wie zum Beispiel bei Windows gibt es ja auch einen abgesicherten Modus. Und in dem Fall werden in Minecrafts Fall dann nur Vanilla-Sachen geladen, also nur das Vanilla-Pack mit dem ganzen normalen Zeug, also sowas wie eigen erstellte Crafting-Rezepte oder Advancements gibt's nicht. Des Weiteren wird es mit der 1.16 nicht mehr möglich sein, die diese Million-Blöcke hier, die roten und die, ich sag mal, cyanen, mit der Hand so abzubauen, weil die zählen so ähnlich wie Overworld-Gras. Und deshalb muss man die mit der Silk-Touch-Picke abbauen. Genau. Was gibt's sonst noch? Ansonsten haben wir noch, ja, wenn wir hier jetzt ganz, ganz viele Piglins haben und ich mache mal hier so ein paar Hoglins hin, wenn die Hunger haben, die Piglins, und die Hoglins jagen, dann gibt es eine 10%ige Chance, dass die, wenn die den geklatscht haben, dass sie halt tanzen. Ansonsten, ja, bei den Villagern gibt es noch die Neuerung, dass die jetzt an der Workstation her einen 16-Block-Radius haben. Das heißt, 16 Blöcke in jede Richtung. Um diese Workstation rum weiß jeder Villager, wem welche Workstation gehört. Das heißt, sind da zwei Villager in der Nähe von einer einzigen Workstation, dann weiß der zweite halt, dass das nicht seine ist, sondern die von dem anderen. Und das halt nur in einem 16-Block-Radius. Und genau. Ich musste kurz niesen, also von daher. Egal. Ja, offenbar wollen die gerade nicht. Des Weiteren bei den Stridern gibt es eine Neuerung. Und zwar
Ihr könnt darauf ja reiten, auf diesen Viechern hier. Und wenn ihr Shift gedrückt haltet, um halt abzusteigen, ist Shift eigentlich gedacht, aber wenn ihr das halt gedrückt haltet, dann könnt ihr nicht auf so einem Reitgefährt Platz nehmen. Also ihr könnt dann nicht mit Pferden, Schweinen und alles, was man halt in Minecraft mit einem Sattel besatteln kann, reiten, wenn ihr Shift gedrückt haltet. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich viel Neues. Außer halt diesen Dance, aber offenbar haben die Piglins gar keinen Hunger. Also, ja, kann ich euch das leider nicht zeigen. Und, ja. Dann hoffe ich mal, dass euch dieser Snapshot auch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein Abo. Und vergesst natürlich die Glocke dann auch nicht, falls ihr mich abonniert, weil dann landen die Videos bei euch in der Abo-Benachrichtigung. Ansonsten halt leider nicht. Des Weiteren, für einen neuen Zuschauer, ja, ich kontrolliere das ab und zu mal. Ich mache meine Videos immer montags, mittwochs, freitags und sonntags. Meistens so gegen, ja, 3 Uhr, also 15 Uhr oder auch 4:30, beziehungsweise 4 manchmal. Das kommt darauf an, wie es mir gerade geht. Gut, das war's dann jetzt aber auch wirklich zum Snapshot. Wenn es in der nächsten Woche einen neuen Snapshot gibt, erfahrt ihr das natürlich bei mir auch wieder nächsten Montag. Und ja, ich sag bis zum nächsten Snapshot oder anderen Video und ciao, ciao, Leute.